Ich begrüße Sie herzlich und freue mich, dass wir so zahlreich sind. Denn in diesen Zeiten ist es gar nicht mehr so einfach, noch einige Leute da vor den Bildschirm zu bekommen. Weil da schlägt offenbar schon Covid doch brutal zu. Aber umso besser, dass wir das hier geschafft haben. Ich begrüße beziehungsweise die Rosa-Luxemburg-Stiftung Saarbrücken begrüßt Professor Dr. Helge Peukert. Guten Abend, Helge. Ja, hallo, lieber Franz. Du bist ja in Saarbrücken kein Unbekannter mehr. Wir freuen uns, dass du dich wieder, wenn auch nur digital, bei uns, dass wir dich wieder bei uns haben können. Du lehrst an der Universität Siegen plurale Ökonomik. Das hört sich ein wenig nach alternativer Wirtschaftswissenschaft an. Möchtest du eingefahrenem ökonomischem Denken ein wenig auf die Sprünge helfen? Ja, schöner kann man es nicht sagen. Wir haben ja eine Monokultur, nicht nur in Teilen der Landwirtschaft, sondern auch der Volkswirtschaftslehren an den Unis. Und das ist praktisch der einzige Studiengang an einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Deutschland, der nicht den neoklassischen Mainstream lehrt. Schön für uns, ein Armutszeichnis für die Gesamtlandschaft hierzulande. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel, ich kürze ab, denn er ist noch länger, Klimaneutralität jetzt, mit einem Ausrufezeichen dahinter. Also nicht morgen, nicht in 15 oder 20 Jahren. Steht dahinter verzweifelte Ohnmacht, Wut oder optimistische Anfeuerung oder was sonst? Hinter dem, also ich würde sagen, Ausrufezeichen. Eine gesunde Mischung aus alledem, was du so schön genannt hast jetzt. Das Buch ist dick. Es hat 514 Seiten. Es macht beinahe Angst. Du hast, wie du mir ja mal erzählt hast, ein Jahr lang jeden Tag 10 Stunden daran gearbeitet. Worin bestand deine Motivation, dich auf so ein gewaltiges Thema, auf so ein dickes Brett einzulassen? Und du willst dich eigentlich gar nicht primär an Politiker und Wissenschaftler wenden, sondern an kritische, zivilgesellschaftliche Gruppen und Interessierte. Warum also diese Konzentrierung auf ein bestimmtes Publikum? Ja, also die Sache war ja die, plötzlich war es draußen ruhig, keine Flugzeuge, keine Autos, im Grunde wunderschön, außer die Nebenwirkungen für viele Menschen. Und ich interpretiere Covid ja so, dass es ein Ausdruck unserer imperialen Lebensweise und unserer Übergriffigkeit gegenüber, sagen wir mal, der Natur im Allgemeinen ist. Und um jetzt nicht hier gemütlich zu Hause zu sitzen oder mich irgendwo in ferne Lande abzusetzen und dann digital zweimal in der Woche aufzutauchen an der Uni, habe ich mir gedacht, wie könnte ich einer verantwortungsvollen Tätigkeit nachgehen? Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt ich das Covid-Geschenk sozusagen bekomme, richtig forschen zu können, dann tue ich das mal. Und möglicherweise oder de facto im Zusammenhang dieser Gesamtproblematik, Klimaproblematik und, ja. Es gibt viel zu viele Menschen, es gibt viel zu viele Autos, es gibt viel zu viel Konsum. Und das war der Hintergrund. Okay, gut. Bevor ich dir nun das Wort gleich erteilen werde, noch eine letzte Bemerkung meinerseits. Damit wir uns als Teilnehmer, Teilnehmerinnen dieser Veranstaltung und als Bürgerinnen und Bürger einer der wohlhabendsten Länder dieser Erde richtig einordnen in dieser Klimadiskussion, eben auch heute Abend, möchte ich schon zu Beginn auf eine unumstößliche Tatsache hinweisen. Die reichsten 10% der Weltbevölkerung, wozu wir ja unbestritten gehören, sind für die Hälfte des globalen Fußabdrucks verantwortlich. Nachzulesen im Buch von Helge Peukert. Lieber Helge, wir hören dir jetzt höchstens 50 Minuten gespannt zu.
Danach werde ich dir ein paar hoffentlich kluge Fragen stellen. Und dann kommen unsere Teilnehmer zu Wort, je nach Wunsch, entweder durch direkte Wortmeldung oder durch den Chat. Ist das so okay, Gesine? Gut. So, bitte, Helge, ja, du hast danke. Das Wort. Ich neige immer zur Überziehung, deswegen nach 40, 45 Minuten, Franz, sagst du am besten, lieber Helge, hör das Signal in Abhandlung einer anderen Parole, ja. Und jetzt kommt der technisch schwierige Teil, dass ich nämlich jetzt mal hier die PowerPoint aktiviere, aber das sieht gut aus, ja. So. Jetzt ist es wohl, na, was ist denn hier los? So, jetzt haben wir es. Okay, ja, Klimaneutralität jetzt. Man hätte eigentlich einen anderen Titel wählen können, Klimaneutralität vorgestern. Aber nicht nur mein Verleger meinte, dass das, das besser so nicht formulieren. Gibt aber im Grunde die Stoßrichtung der Geschichte vor. Ja, anspruchsvolles Programm, mal schauen, wie weit wir kommen. Erderwärmung und Restbudget, der Traum des Ökomodernismus. Das sogenannte kapitalistische Akkumulationsregime, das müssen wir, das muss kommen. Und zwar nicht, weil ich der Rosa-Luxemburg-Stiftung Gefallen tun will, sondern weil ich lange darüber nachgedacht habe, wie ist eigentlich der politische Prozess hierzulande in Europa und weltweit zu verstehen, ja? Bis hin jetzt zu den Koalitionsverhandlungen. Deutschland und EU, dann am Beispiel der Verkehrswende. Das ist sozusagen der Traum des Ökomodernismus an einem Beispiel. Ganz kurz auch vorher noch Kompensationsprojekte und dann die eigentlich nötigen Maßnahmen. Deswegen am besten nach 40 Minuten darauf hinweisen, dass die nötigen Maßnahmen hier nicht unter die verkehrspolitisch gesprochen Räder geraten. Ja? Also Erderwärmung und Restbudget. Zunächst mal als kleine Erinnerung an uns alle. CO2 wird frei, wenn wir Auto fahren, Industrieemissionen haben und so weiter. Das ist an sich nicht schlimm, aber 50% verbleiben halt in der Atmosphäre und haben die dumme Eigenschaft, dass sie zur Erderwärmung beitragen. Naturwissenschaftler sagen uns, dass daraus ein gewisses Restbudget ableitbar ist, Klimasensitivität. Ja. Das heißt, wenn um so und so viel Parts per Million, jetzt das CO2 und noch ein paar andere Treibhausgase, wenn die zunehmen, dann führt das eben zu 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 nach oben auf den Grad Erderwärmung. Und jetzt sind wir bei 420 Parts per Million. Das ist eine ganze Menge. Und nur mal nebenbei erwähnen, 1980, wenn man die klimapolitische Diskussion damals beobachtet, da wurde gesagt, es darf maximal 350 bis 400 Parts per Million sein. Ja? Das heißt, man sieht hier, dass also eine gewisse Anpassung an das Anspruchsniveau stattgefunden hat. Und das ist schon sehr problematisch. Und damals hat man gesagt, was im Prinzip richtig war, dass es über 1 Grad Erderwärmung eigentlich überhaupt nicht hinausgehen darf. Ja, jetzt haben wir, was ist noch übrig? Ja, da haben wir den neuesten IPCC-Bericht. Die physische Physical Science Basis ist schon veröffentlicht. Das sind 4000 Seiten, gibt eine Kurzfassung. Und es gibt auch einen geleakten Teil, zu dem sage ich aber aus Zeitgründen nichts. So, jetzt schauen wir uns hier mal eine Tabelle an, die da drin ist. Links oben über 1 Grad sind wir jetzt im Moment ungefähr. Das betrifft also Land und Ozeane gleichzeitig. Wenn wir nur Land nehmen, sind wir schon bei 1,5 Grad, in Deutschland sowieso. Aber das nur nebenbei. Wir haben demnach bis 1,5 Grad noch 0,43 nach dieser Berechnung. Und jetzt schauen wir mal 83%, das wird freundlicherweise jetzt mit 83% mal angegeben, sonst immer 67%, war also vor ungefähr 2 Jahren, waren noch 300 Gigatonnen, also Milliarden Tonnen standen zur Verfügung, ja, an CO2, um diese 1,5 Grad zu erreichen. Jetzt die Frage, was haben wir ab 2022? Haben wir also 70 weniger, dann sind es noch 230 Gigatonnen. Und wenn wir jetzt das auf die Weltbevölkerung Deutschlands oben die grünen Zahlen umrechnen und sagen, jeder auf der Welt hat das gleiche Anrecht, ja, auf Emissionen sozusagen, dann bleiben da 2,3 Gigatonnen und das ist also praktisch in kürzester Zeit weg. Pro Person, wenn wir das jetzt auf 80 Millionen aufteilen, sind 12,5 Tonnen pro Person.
Und dann müssten wir alle komplett klimaneutral sein. Das ist natürlich unmöglich. Und pro Jahr verbrauchen wir 10 Tonnen im Schnitt. Das heißt also, so im März nächsten Jahres müssten wir praktisch alle klimaneutral sein, von diesem Standard der Gleichverteilung aus gesehen. Das ist natürlich nicht möglich. Jetzt haben wir die 83%. Das ist natürlich auch ein gewagter Bereich, weil wenn man sagt, zum Beispiel, mit 83%iger Wahrscheinlichkeit kann ich ungefährdet über die Straße gehen, wird man wohl einen kleinen Umweg wählen, ja, aber hier ist es okay. Und viele Angaben, auch der Politiker, liegen im 50 oder 67 Bereich, ja. Also 50 und 67 Bereich, das ist im Grunde riskanter, als wenn ich russisch Roulette mit einer üblichen Pistole mache. Und dann kommt noch dazu, dass wir hier die sogenannten Uncertainty haben. Die lässt sich eben nicht wegdefinieren. Und das sind auch ein Ja, was paar ist Uncertainty? Unsicherheiten, ja, also der Berechnung. Die sind schon besser geworden und das bestätigt sich ja auch, wenn man die rückrechnet, ja, die Modellannahmen, die da bei den Klimaforschern eingehen. Aber zwangsläufig komplexe Systeme und so, großer Unsicherheitsbereich. Und da haben wir dann eben ein paar hundert Gigatonnen Unsicherheit. Das heißt, es kann sein, im schlimmsten Fall, dass wir eigentlich überhaupt kein Restbudget mehr haben. Und deswegen eben auch der Titel des Buches. Also das gibt im Grunde sozusagen die Referenz an, von der aus gesehen wir alle politischen Vorschläge meiner Meinung nach zu beurteilen hätten, ja. Da haben wir noch gar nicht die Kipppunkte und so weiter drin. Ja, da gibt es viele, viele Sachen. Und immer mehr wird gesagt, ja, die Kipppunkte sind Underporters oder wir sind schon durch bei einigen. Ja, das nur nebenbei. Jetzt kann Helge, man kannst du bitte die englischen, ja, was das so Englisch erscheint, kurz auch in Deutsch wiedergeben, wenn es notwendig die ist, wenn es notwendig ist, bei den Bildern da, die du zeigst. die müssen wir übergehen. Ja, also das sind Climate Tipping Points, ja, das ist die atlantische Zirkulation, der grönländische Eisschild, der Permafrost, das ist Antarktika, dann ist das der Amazonas, Wald und so weiter und so weiter, ja. Was ist ein Tipping Point? Ein Kipppunkt halt. Das sind diese Dinge, wo ein System prinzipiell umkippt. Und dann in etwas ganz anderes übergeht und höchstwahrscheinlich nicht mehr reversibel ist. Beispiel Regenwald. Man sagt jetzt, der Regenwald absorbiert CO2, ja, ist eine sogenannte Senke und keine Quelle, also führt nicht zu höherer CO2 und anderer Emissionen und belastet also das Weltklima nicht. Und jetzt ist es aber so, dass Bereiche des Regenwaldes und er selber vielleicht insgesamt bei Gelegenheit von einer Senke zu einer Quelle wird. Also genau das meint hier Tipping Point, dass es umgibt. Oder der Jetstream zum Beispiel, ja, dass der einen anderen Verlauf hat. Kann man jetzt nicht erklären, sonst kommen wir nicht mal bis zur Hälfte, ja. Okay. Entschuldige, also Senke müsste man etwa übersetzen mit Auffangbecken. Wäre das so etwas? Ja, das kann man sagen. Also der Wald, der fängt ja CO2 ein, ja, und wir emittieren CO2 und der Wald absorbiert und neutralisiert und verarbeitet das. Und dann kommt es nicht zu einer Erwärmung. So kann man das sagen, genau. Jetzt kann man sich fragen, wie kommt es eigentlich zu solchen Restbudget-Varianten von 0 bis 1.000? Das ist ja interessant, nicht? Also wenn man heute ein Interview mit dem Edenhofer liest, ja, wir haben ja noch ein paar hundert Millionen, ja. Und ich sage, nee, wir haben überhaupt keine. Und die Svenja Schulze sagt, wir haben noch mehr. Und der Lindner sagt, wir haben noch viel mehr und so, ja. Und die Leute werden verwirrt. Wie kommt das? Das liegt halt daran, wie hoch der Sicherheitsbereich ist. 33%, da können wir gleich mal 500, 600 Gigatonnen dazu zählen, ja. Ist überhaupt kein Problem. Aber das ist ein Drittel Wahrscheinlichkeit. Das ist super wahrscheinlich, dass das nicht zutrifft. Also, dass viel früher 1,52 Grad und so überschritten sind. Dann, welches Ziel setze ich mir? Da, wir hören nichts. Ja, Jetzt geht's. je sauberer die Luft wird, umso problematischer wird die Geschichte, weil die Rußpartikel dazu führen, dass die Erderwärmung aufgehalten wird. Die physikalischen Grundlagen müssen uns jetzt mal egal sein.
Und je sauberer die Luft wird, umso höher wird die Erderwärmung, weil der Aerosoleffekt nicht mehr da ist. Albedo bezieht sich auf die auf weiß oder dunkel, ja, ob die Erdoberfläche weiß oder dunkel ist. Wenn jetzt zum Beispiel der Eisschild zurückgeht und wir da wieder aufhorsten, wunderschön, aber dann wird es dunkler und dann ist dieser Abstrahlungseffekt geringer. Was ist eine Aerosole? Bitte? Was ist eine Aerosole? Aerosole sind, ich sage nur eins, Rußpartikel und viele, viele andere, ja. Ist so ein Oberbegriff. Also wenn ich Auto fahre, kommt Ruß raus, zack, werden Aerosole frei. Und aus tausenderlei industriellen Prozessen, wenn ich Holz verbrenne und so weiter, ja. Also kann man eine riesen Latte aufziehen. Dann mit oder ohne Überschießen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe noch 300 Gigatonnen, in vielen Modellen wird dann angenommen, dass man aber über 20, 30, 40, 50 oder 100 Jahre auch mal deutlich drüber liegen kann, aber dann pendelt es sich ein, ja. Sehr problematisch, gell? Pendelt sich dann ein, geht es zurück oder nicht. Und dann haben wir natürlich noch einen ethischen Verteilungsstandard. Hier nochmal ein Hinweis, der als der Schellnhuber noch Leiter des Potsdam-Instituts war und der wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderung 2009, das war diese Katastrophenkonferenz von Kopenhagen, wo nichts mehr rauskam, da haben die mal gesagt, wir berechnen mal von 1990 bis 2050. Und da kamen die auf eine ziemlich ähnliche Zahl wie heute und haben gesagt, ja, wir sind jetzt im Jahr 2007 ungefähr und wir ziehen jetzt mal alle Emissionen ab von den Ländern, die sie schon verbraucht haben, bei Deutschland zum Beispiel. Und die haben ja von 1990 bis 2008, hat dieses Land ja eine Menge emittiert und USA und so weiter ebenso, ja. Und nach dieser Berechnung ist es so gewesen, die historische Verantwortung hieß das Szenario, dass praktisch im Jahr 2008 Deutschland bereits sein gesamtes Restbudget, wenn wir das so aufteilen auf die Weltbevölkerung, dass es das schon verbraucht hat. Ja? Das nur mal nebenbei. Also verdammt lang her, gell? Jetzt mal zum Begriff Klimaneutralität. Also wenn man heute, man kann es ja kaum umdrehen, ohne dass man mindestens einmal den Begriff Klimaneutralität gehört, gelesen oder sonst was hat. Ja? Alle Betriebe, Unternehmen wollen das werden, behaupten, sie sind es schon oder in Teilbereichen oder sie tragen dazu bei. Und jetzt kann man sich fragen, wie kommt denn das? Weil bei der Tabelle am Anfang haben wir gesehen, dass die CO2-Emissionen immer munter raufgehen. Ja? Und es gab einen kleinen Knick, aber jetzt sagen alle, hurra, die Wirtschaft floriert wieder. Und wir haben diesen gleichen Knick überwunden. Ja, toll. Also was kann Klimaneutralität heißen? Da kommen wir auch in 1000 Details. Kann man 2 Stunden mit verbringen, den Begriff alleine so zu differenzieren. Man kann sagen, es ist Emissionsfreiheit, es ist Treibhausgasneutralität, es ist Netto-Treibhausneutral oder die Netto-Null. Ja? Da können wir nicht in die Details gehen. Man kann sagen, Klimaneutralität kann bedeuten, wenn ich überhaupt keine Treibhausgase emittiere. Mit oder ohne Kompensation. Das heißt, ein Unternehmen in Deutschland emittiert CO2 und dann wird in Indien zum Beispiel, werden 3 Windkraftwerke subventioniert. Ja? Da komme ich gleich noch eine Sekunde zu. Oder aber ich nehme künstliche und oder natürliche Senken rein. Eine künstliche Senke ist, wenn ich zum Beispiel einen Wald neu anlege. Eine natürliche Senke ist, wenn ich den Wald, der schon da steht und den ich nicht abholze, der aber schon da ist, wenn ich den einrechne. Das heißt, ich sage zum Beispiel, ich kompensiere, VW macht das teilweise, indem ich jemandem Geld gebe, der einen Wald nicht fällt, aber behauptet, er hätte es getan, wenn er von mir kein Geld gekriegt hätte. Ja? Also das ist höhere Dialektik, gell? Die da am Werk ist. Und die sogenannte Netto-Null oder wie es immer genannt wird, ist ein EU-Ziel, und auch das vieler Unternehmen und offizieller Institutionen, der Herr Müller vom, ich sage mal, Entwicklungshilfeministerium, der war da Weltmeister drin, das zu vermarkten, ja. Also mit anderen Worten, es gibt große Gestaltungsspielräume. Dazu kommt noch Scope 1, 2, 3, ist auch eine Wissenschaft für sich, ja. Scope 1 ist zum Beispiel der Kraftstoffverbrauch des Fuhrparks, des eigenen Fuhrparks. Beim zweiten, was ja sinnvoll ist, kommt dann schon leistungsgebundene Energie, also Strom und Fernwärme, den man bezieht. Und das Scope 3 ist dann, was man durch seine wirtschaftlichen Aktivitäten bewirkt. Ja?
teilweise nicht so leicht, aber Lieferkettengeschichten drin und so weiter. Und wenn ich jetzt sage, Scope 1, das ist geschenkt, ja, und das schön eingrenzt, ist Scope 3 schon schwieriger. Also das heißt, wir haben jetzt diese verschiedenen Begriffe, wir haben Scope 1, 2, 3, das ist wunderschön und insgesamt haben wir eine unklare Begrifflichkeit. Interessanterweise bei den IPCC-Berichten, bei dem internationalen Klimabeirat, aber auch im deutschen Klimaschutzgesetz, ja, und auch bei den EU-Zielen. Und da gibt es Leute, die sich einen Spaß draus machen, oder ist auch ihr Job zum Teil, ja, dann mal, das mal so auseinander zu klamüsern. Wir machen es jetzt mal lieber nicht. Ich will nur eine Bemerkung zu den freiwilligen Kompensationsprojekten machen. Das ist sehr problematisch, weil es eine kontrafaktische Baseline hat, also Basislinie. Ein Kompensationsprojekt, wenn es wirklich die CO2-Emissionen kompensiert, ist ja nur dann, wenn es zusätzlich ist und ansonsten nicht passiert wäre. Jetzt nehmen wir mal das indische, die drei indischen Windkraftwerke. Ja? Da muss man erstmal nachweisen, die wären nicht gebaut worden, wenn es diese Unterstützung nicht gegeben hätte. Es gibt vom Öko-Institut Untersuchungen, die zeigen, dass das ganz schwer zu belegen ist und meistens falsch ist. Ja? Und dann kommt noch hinzu, man muss ja davon ausgehen, wenn jetzt diese drei Windkraftwerke dort gebaut werden und aufgestellt werden, dass in gleicher Höhe irgendeine fossile Bereitstellung im indischen Netz wegfällt. Das heißt, dass wir nicht eine zusätzliche Energiequelle haben, sondern dass eine fossile wegfällt. Und das ist natürlich völliger Quatsch in Ökonomien, die Energie und Strom und so hungrig sind, ja, zu sagen, ja, irgendwo schaltet jetzt einer ein bisschen ab, weil die sagen, ja, prima, jetzt laufen wir die drei Windkrafträder da, ja, und drehen sich schön. Dann sind diese Sachen super billig, ja. Die sind oft geheim. Ich habe das versucht rauszukriegen. Beim Bundeshaushalt kann man das für einige Sachen nachlesen. Unternehmen sagen, nein, verraten wir nicht, wir verderben sonst die Preise. Aha, also haben die Discountpreise gekriegt. Wie lange ist das? CO2 wird emittiert. Jetzt läuft das Windkraftwerk 3 Jahre. Nehmen wir mal an, jetzt kommt Windstoß, es fällt um. Das CO2 ist noch da, das Windkraftwerk ist weg. Ja. Dann gibt es kein Zentralregister, Doppelzählung. Dann hat das teilweise Wasserkraft und so katastrophale Folgen für Indigene, ja, die dann plötzlich nicht mehr da rein dürfen, wo sie immer waren. Nein, 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 Umweltschutz, auf Wiedersehen, ja. Dann hat das Ökoeffekte, Staudamm, ja, im Balkan, 3500 Kleinstaudammprojekte jetzt. Das wird zum Ende der letzten Wildflüsse dort führen. Und dann immer die Co-Benefits. Da wird gesagt, ja, ist doch toll, wir haben einen schönen Trekkingpfad in Nepal eingerichtet und die haben da jetzt schöne Kochöfen. Und die Touristen und die Leute dort, wenn die jetzt abends ihr was brutzeln, ja, dann wird die Umwelt nicht so belastet. Und wenn man dann fragt, ja, rechnen Sie denn damit, dass jetzt mehr Leute auf den Trekkingpfad gehen? Natürlich, das soll auch gut für die Menschen sein. Und dann frage ich, ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen umweltfixiert, ja, klimapolitisch fixiert. Wie kommen die Leute denn dahin? Ja, die fliegen natürlich dahin. Ach so, das heißt also, beim Kochgeschirr wird jetzt was Ökologisches gemacht, ja, und die CO2-Emissionen für den zusätzlichen Flugverkehr, die sind nicht drin. Ja, nee, eigentlich nicht. Helge, also das Wort Indigene, ich gehe ein kleines bisschen zurück. Indigene heißt eben die eingeborene Bevölkerung oder sowas, ne? Die Eingeborene. Ja, ja, genau. Dann so, und dann der Begriff Rebound. Kannst du den mal ganz kurz mal, was ist damit gemeint? Ja, Rebound heißt der Umwegeffekt. Wenn ich also praktisch, das heißt, wir machen was Positives mit den Öfen. Und ja, der Rebound ist, dass es einen Kompensationseffekt gibt, der das Ganze wieder zunichte macht. Also in dem Fall zum Beispiel, dass die Leute dorthin fliegen, ja, ist die eine Sache. Und eine andere Sache ist, die Leute haben dort ein höheres Einkommen. Und dann sagen die, prima, jetzt können wir uns endlich mal ein Auto und ein Motorrad davon besorgen. Ja? Das ist mit Rebound gemeint. Das sind diese Zweit-Drittwirkungseffekte, die dann das Ganze zunichte machen können. Und bei sehr, sehr vielen Maßnahmen, die preispolitisch orientiert sind, haben wir gigantische Rebound-Effekte, die natürlich nicht einberechnet werden. Ja, gehen wir mal aufs große Ganze. Pariser Abkommen.
hat sich herumgesprochen, schöne Verlautbarung, läuft so ungefähr auf 3 Grad raus, ja, das ist schon ein bisschen viel, eigentlich Doppelte, was man so vorhatte. Wenn man Pech hat, läuft sogar auf 4 Grad raus. Und ohne diese Pledges, also diese Verpflichtungen, die dort eingegangen wurden, kann es auch 5 Grad sein. Und das ist natürlich eine Megakatastrophe, ja, dann können wir echt voll einpacken. Und beim Pariser Abkommen, das ist ja auch im Grunde gar kein richtiges Abkommen. Das ist ein wirrer, bunter Haufen gewesen. Jeder konnte sagen, wenn er Lust hatte, irgendwas zu machen, konnte sagen, ja, ich fange im Jahr 2040 mal an zu reduzieren oder ich reduziere prozentual. Es gibt keine Sanktionen, man kann wieder aussteigen, wie beim Kyoto-Protokoll. Im Grunde ein Fiasko. Aber alle berufen sich gerne drauf, weil jeder halt zu nichts Konkretem verpflichtet ist. Und viele Länder sind ja auch schon wieder ausgestiegen jetzt aus der ganzen Geschichte, ja. Also wie da über das Pariser Abkommen auch berichtet wird, kann ich nur Kopfschütteln. Das ist das Allerletzte. Und es ist ja auch so, wenn man sich mal überlegt, wie kann ich zum Scheitern einer Konferenz beitragen, brauche ich kein Spieltheoretiker sein, um zu sagen, erstens, möglichst ein paar 10.000 Leute müssten da sein, ja. Aus tausenderlei verschiedenen Orientierungen. Und die versammle ich jetzt für eine begrenzte Zeit auf einem Haufen. Dann gibt es ein Einstimmigkeitsprinzip. Alle müssen zustimmen. Ja? Dann wird es schwierig, oder? Dann, wenn Leute nicht mitmachen, werden sie belohnt. Denn wenn die einen jetzt sagen, wir verbrauchen weniger Öl, sagen die anderen, ja, das ist ja eigentlich prima, dann können wir umso mehr verbrauchen und es wird billiger, ja? Und dann ist es ja sozusagen Windowdressing, also wohlfeil. Man verpflichtet sich zu was und wenn man es nicht einhält, wird man nicht sanktioniert. Auch klasse, ja. Da könnte man Geschichten erzählen. Das ist unglaublich, was Länder, wozu sich Länder verpflichten und gleichzeitig verkaufen die an Texaco Ölfelder, ja. Und dann können hunderte von Millionen Tonnen Öl pro Tag gefördert werden. Ja, aber die Straße, die wird mit Ökostrom beleuchtet. Ja. Also wenn es nicht so traurig wäre, könnte man drüber lachen. Und ich tue es, weil es so traurig ist. Jetzt ist es so, dass es gibt auch andere Berichte, nicht nur den Bericht des IPCC, die das bestätigen, jüngere jetzt. The heat is on, die Heizung ist an, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Ja. Also IPCC ist Weltklimarat, ja? Genau, danke, ja, Weltklimarat. Mhm. Und hier ist das UN-Umweltprogramm und ich möchte bemerken, dass all die Tabellen, die ich zeige, das sind alles hochoffizielle, ja, das ist jetzt also nicht von einem Attac-Flugblatt oder so, sondern das sind hochoffiziöse Quellen, ja, nur wenn man reinguckt, dann schallt es halt anders raus, als andere das dann sozusagen mit ihren Megafonen in der Welt verbreiten und in den Medien. Also hier ist das so, dass auf mit 66% Wahrscheinlichkeit, either DAOs, ja nicht 83, dann läuft alles, was jetzt gesagt wird und die ganzen Pledges, die Verpflichtung auf 2,7 Grad raus, hätten wir 83%, würden wir bei deutlich über 3 Grad liegen. Ja? Das ist also der neueste Bericht in dem Bereich. Und hier haben wir mal die steigenden Gesamtemissionen. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben CO2 und dann haben wir noch Methan, Lachgas und noch ein paar andere Gase. Und da sehen wir, dass es munter nach oben geht, ja, und nur Finanzkrise oder so, da ging das mal kurz runter. Also das heißt, immer wenn das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, mal runterging weltweit, dann gingen die Emissionen runter. Ansonsten, trotz dieser ganzen Verhandlungen und diesem ganzen Gerede, ja, COP26 kann immer jeder im Stillen von 1 bis 26 zählen. So viel haben wir jetzt hinter uns. Geht's immer aufwärts, ja. Und da liegen wir jetzt also nicht bei 35, wie CO2, sondern wir marschieren auf die 60 Gigatonnen zu, ja. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. Das steht also in diesem Bericht der UNEP drin. So, jetzt sind wir bei Punkt 2. Wie argumentieren angesichts dieser Tatsachen, wie argumentiert da unsere Ampelkoalition, wie argumentiert die EU und wie argumentieren die meisten anderen? Und da kommen wir jetzt zum Ökomodernismus, so habe ich das mal genannt. Treibhausgas entkoppeltes Wachstum. Und dieses Schaubild hier, das findet man in unzähligen Veröffentlichungen der EU jetzt. Die haben ja am 14.07., da komme ich noch zu,
hat die von der Leyen ja ein Programm rausgegeben. Das war witziger oder unwitzigerweise genau der Tag, als das im Ahrtal losging. Ja? Und da so argumentieren die, die sagen, das Bruttoinlandsprodukt kann weiter bis in alle Ewigkeiten, hätte ich fast gesagt, wachsen. Ja? Und die Treibhausgase, die sinken. Und die sinken bis null. Liebe Freunde, toll. Ja? Und bei 2020 können wir ja gucken, kann man sagen, okay, da geht die Schere auf. Und die Frage ist jetzt, geht sie wirklich auf? Ja? Und stimmt das? Also das ist sozusagen der Kern des Pudels der heutigen Klimapolitik, der heutigen offiziellen Klimapolitik, die sie von allen Parteien vertreten wurde, auch im Bundestagswahlkampf, außer der Linken, was das Wahlprogramm betrifft, der ÖDP, der V, Veganer oder wie die hießen, ja, also und ja, und ÖDP. Das waren die einzigen und die blieben ja alle zusammen unter 5%. Ja. Die anderen denken alle in diesem Schaubild. Und jetzt mag das für Europa zutreffen, aber nicht weltweit. Denn es ist ja so, wenn ich eine Batterie aus China importiere für ein E-Mobil, dann zeigen wir mit dem Finger auf die Chinesen, ja, weil die so viel fossile Energie verbrauchen, trotz des Aufbaus von Erneuerbaren. Also hier wird es eingebaut, hier fällt es nicht, geht es nicht in die Bilanz ein, da schon, ja. Deswegen haben wir ja heute und auch viele kritische Ökonomen sagen das ja, wir leben in einem Weltsystem, ja, Globalisierung und so weiter. Und deswegen müssen wir die Sache weltweit betrachten. Und hier haben wir den REN21-Bericht, das ist eine hochseriöse Organisation, ist die Weltbank dabei, Deutschland ist vertreten und viele andere. Also jetzt nicht erfunden hier. Und da können wir sagen, weltweit gesehen haben wir eine Energieexpansion und keine Energiewende. Und ich finde es eine interessante Zahl, dass im Jahr 2009 80,3% fossile Energien da waren, also der Gesamtendenergieverbrauch, wie er heißt, ja, 80% und 2019 genauso viel. Interessant, ja. Jetzt kann man sagen, ein schönes Schaubild noch von denen, ja gut, aber jetzt steuert man ja um. Und zum Beispiel diese Covid-Zusatzinvestitionen, da hat man ja gesagt, EU und so weiter, dass das doch jetzt für diesen grünen Umbau genutzt wird. Und die haben das mal nachgeguckt bei 31 mehr oder minder entwickelten Ländern. Und da sehen wir hier 7% Erneuerbare. Ja, das ist ja ganz schön wenig. 42 fossil, unter die 22 aller fällt zum Beispiel Atomkraft. Das heißt, wir haben hier einen Riesenunterschied zwischen dem, was tatsächlich passiert einerseits und dem, was nicht zuletzt durch die steuerlich absetzbaren Werbeausgaben der Unternehmen andererseits passiert. Ja? Da denkt man ja, werden ja fast nur noch grüne oder E-Mobile produziert. Ja? Und der große Umbau ist da. Hurra! Ja? Hier sehen wir mal, das ist für nachher noch wichtig, die Anteile der erneuerbaren Energie am Endenergieverbrauch. Und da sehen wir, dass nur Brasilien, aber da haben wir die Staudämme mit Problemen und so weiter, dass also bei den meisten Ländern das unter 20% ist, nicht Strom, sondern Gesamtendenergieverbrauch. Ja? Also das ist wenig, das wird noch wichtig. Und Wind und Solar machen nach wie vor, Wind ist oben abgeschnitten, weil sonst noch ein Text dabei gewesen wäre, Wind und Solar ist trotz unbestreitbarer Expansion und Investitionen in die Erneuerbaren macht nach wie vor einen gigantisch kleinen Anteil aus. Und wenn man das jetzt kontrastiert, dass man ja eigentlich in Windeseile in ein, zwei Jahren das alles umstellen müsste wegen dem Restbudget, dann sieht man hier, dass man da in einer fatalen Lage ist. Ja? Und regenerativ können wir jetzt viel sagen, was ist eigentlich in so einem wunderschönen regenerativen Windrad alles drin, ja? Und da kann ich nur sagen, das ist eine ganze Menge. Und hier haben wir zum Beispiel Sand, Stahl, Zement, Zink, Aluminium für Generatorgetriebe, Umspannstation. Allein 67 Tonnen Kupfer, dafür müssen 50.000 Tonnen Erde und Gestein umgewälzt werden. Wo passiert das? Naja, höchstwahrscheinlich im globalen Süden. Ja? Und die Frage ist jetzt, ob wir hier einen grünen, neuen Neokolonialismus haben, ja, der umweltpolitisch oder umweltressourcenmäßig ausgebeutete Süden und der grüne Norden, der sich selber auf die Schulter klopft. Ja. Und wenn wir das Stahlwerk ThyssenKrupp mal nehmen in Duisburg,
Und ich nehme der guten Frau das voll ab, dass die grünen Wasserstoff da, dass sie das darauf umstellen wollen, obwohl es 10 Jahre dauert, dann sind das 55 Terawattstunden, ja, das ist eine ganze Menge. Und wenn das voll auf grünen Wasserstoff laufen sollte, dann müsste man, und hier steht keine Null zu viel, 3.500 Windräder erstklassiger Qualität müsste man dafür aufstellen, ja. Ja, klasse, fragt sich bloß wo. Hier haben wir noch mal ganz kurz die Multis, kann ich auch nicht näher darauf eingehen. Das Gelbe, das Blaue und das Braune, das sind, könnte man im weitesten Sinne als Umschwenkinvestitionen sehen. Der Rest ist klassisch, ja, ist fossil. Das heißt, die geben schon Milliarden aus, aber wenn man sich den Gesamtblock anguckt, ja, von BP, Esso, Shell, Texaco und wie sie alle heißen, dann ergibt sich da ein anderes Bild. Und es ist ja auch kein Wunder. Bis vor ein paar Jahren, bis vor 3, 4 Jahren haben die alle komplett blockiert und jetzt merken sie, oh Mann, das geht nicht so. Jetzt wollen die voll umsteigen, aber von heute auf morgen geht das nicht. Wir können zwar die Aktien von denen in 10 Sekunden verkaufen, aber die können nicht ihre ganze Produktionstechnologie in kürzester Zeit umstellen. Das ist halt was anderes. Okay. Jetzt Teil 3, das kapitalistische Akkumulationsregime. Das ist halt wirklich extrem wichtig. Das ist ja gerade so vor dem Hintergrund der Zuhörer und Beteiligten hier nichts Neues. Aber man kann es doch nochmal sagen, wir leben eben in einer Konkurrenz- und Gewinnwirtschaft und Wachstum ist da schlicht und einfach drin angelegt. Ja? Der beste Überlebensimperativ eines Unternehmens ist, wenn es wächst. Dann hat es Skalenerträge, kann mehr verkaufen und, ja. Wenn wir keinen Konsum haben, dann bricht das System zusammen. Deswegen müssen die Leute halt viele Kleider kaufen, ja, und wieder wegschmeißen. Das ist einfach irgendwie so. Und wenn die Konsumquote sinkt, ja, dann weinen alle und dann bricht die Wirtschaft zusammen. Dann hat der Staat keine Einnahmen mehr, die Leute sind arbeitslos und ja, was dann? Und insgesamt haben wir halt eine Beschleunigung im System. Und jeder, der in Großunternehmen oder so arbeitet, der sagt ja, er wird echt immer beschleunigter. Ja? Alle reden davon, wir müssen das anders machen, Work-Life-Balance, aber davon merke ich ja nicht so furchtbar viel. Dann haben wir die schöne rosa-luxemburgische Landnahme. Das heißt, dieser Akkumulations- und Vermarktlichungs- oder Verkapitalisierungsprozess, der geht in immer weitere Bereiche, greift in immer weitere Bereiche unseres Erdballs aus, ja, und bald ist nichts mehr übrig. Und natürlich ist es so, wenn ich eine Gewinnorientierung habe, ist es in unserem System legitim und sogar existenznotwendig, dass möglichst die Kosten externalisiert werden. Umweltkosten und, ja. Innovation, es müssen permanent Innovationen kommen, von denen wir die ökologischen Folgewirkungen noch gar nicht kennen. Das heißt, wir lösen irgendwo ein ökologisches Problem, es kommt eine Innovation, eine neue Produktion, Imitation, das setzt sich durch und dann merkt man, ach, guck mal an, hat ja auch wieder Folgewirkung. Und man kommt Hase-Igel-Problem kaum hinterher. Und dann haben wir natürlich diese eben erwähnten Rebound-Effekte. Wenn ich irgendwas teurer mache, hat ja irgendjemand dann ein höheres Einkommen. Der Staat über Steuern oder sonst was. Was macht dann der Staat? Der baut dann mehr Ladestationen, ist ja auch erstmal wieder Verbrauch. Oder der baut einen Flughafen aus, ja, weil ja bei Gelegenheit die Synfuels da unterwegs sind. Oder die Scheichs. Die Scheichs erhöhen den Ölpreis. Was machen die dann? Die legen eine künstliche Stadt an. Ja? Oder sie richten eine Fußball-Weltmeisterschaft aus und können da praktisch super Kühlanlagen bauen, damit die da nicht umkippen, die Spieler, selbst wenn es Winter ist. Also mit anderen Worten, das ist die Logik des Systems und das ist eine systemimmanente Steigerungsdynamik. Und daraus folgt meiner Meinung nach ein prinzipieller Widerspruch zu den natürlichen Kreisläufen des Erdsystems. Ja? Und jetzt noch mit Mao Zedong gesprochen, das ist der Hauptwiderspruch der ganzen Angelegenheit. Und deswegen brauche ich mich nicht wundern, dass ich jetzt mal von zum Beispiel jetzt der Rosa-Luxemburg-Stiftung eingeladen werde und nicht so sehr von anderen, weil die hören das nicht gerne. Ja? Die sind ja alle systemimmanent, muss man einfach mal sagen. Also das Kapital muss beschleunigen und die Natur braucht alles seine Zeit. So einfach ist es. Und wir haben eben einen klimapolitisch-industriellen Komplex. Da gehört die Industrie, die Politik, die Medien,
die Wissenschaft, Drittmittel und so weiter, ja, ausrechnen, ja, wie kann das alles gehen und so, ja, Forschungsinstitute, Einrichtungen und auch die Konsumenten, also unsere schönen Konsumdemokraten in der Mehrzahl. Und dann werden tausenderlei Sachen gemacht. Und das Ganze soll ohne soziale und wirtschaftliche Umbrüche und ohne absolute Grenzen des Wachstums, ja, das hatte ich ja gezeigt, da wie die EU-Kommission sich das so schön vorstellt, auf immer und ewig, kann immer weiter wachsen, wird entkoppelt, kein Problem. Dekarbonisierung ist nur eine Frage des guten Willens. Und da haben wir jetzt kein neoliberales Regime, sondern Staat und Märkte, Wachstum und Klimaschutz. Und man dreht die frühere Argumentation um. Früher wurde ja gesagt, wir dürfen nicht so viel investieren, wir müssen ein bisschen zurückgehen. Die Grünen zum Beispiel haben das gesagt und die damaligen zivilgesellschaftlichen Gruppen auch, ja, die es ja heute, Fridays for Future, gut Randphänomen, nicht mehr gibt. Ja, die haben das auch gesagt, man muss sich da etwas zurückhalten. Heute wird gesagt, und das ist der neue Konsensus sozusagen, das New Normal, die neue Normalität, wir müssen, weil die Umweltkrise so schlimm ist, müssen wir umso mehr in die Transformation investieren. Und dann sagen die Grünen, jawohl, wir sind bereit. Die EZB sagt, jawohl, wir hauen das Geld raus. Ja? Und die Industrie, die Autoindustrie sagt, naja, schön, wenn ihr uns jetzt die Ladestation bezahlt, obwohl ihr uns früher ja auch nicht zum Beispiel die Tankstellen bezahlt habt, das wäre ja der Vergleich. Ja? Nicht? Also wenn man sagen würde, die armen Automobilunternehmen, ja, wir müssen denen die Tankstellen bezahlen, wird jeder sagen, hat ja aber nicht alle. Ja? Aber bei den Ladestationen wird gesagt, ja, das muss der Staat machen. Nicht? Und alle sagen, ja, das machen wir auch liebend gerne, ja, da fließen Millionen jetzt rein. Sagt die Autoindustrie, okay, Leute, wenn es so läuft und wir unsere 2 Tonnen Karossen da dann weiter durch die Gegend laufen lassen können, bingo, ja, das ist der neue Konsens. Und auf der anderen Seite haben wir aber einen limitierten Staat. Und zwar deswegen, weil der kann nicht so viel machen, der kann nicht so viel Geld reinhauen, ja, und er kann auch nicht so restriktiv wirken, weil das sozusagen den Spielregeln des Systems widerspricht. Und er ist ja auch ein Steuerstaat. Das heißt, wenn der Staat sagt, passt mal auf, ihr Stahlunternehmen, wir schreiben euch jetzt mal das und das vor, dann sagen die, okay, dann machen die hier die Bude dicht, ihr seid schuld, die Stahlkocher sind arbeitslos und dann werden die aber dunkelgelbe Westen anziehen und dann rücken die euch auf den Pelz. Ja? Das heißt, der Staat ist im Prinzip von einer Zweckgemeinschaft mit den Inhabern ökonomischer Macht abhängig. Das ist so. Das ist die Systemdefinition. Das hat der Alois Schumpeter gesagt, das hat Rudolf Gottschalk gesagt. Das ist eigentlich für einen guten Ökonomen ist das selbstverständlich. Und es gibt ein schönes Lehrbuch jetzt, ein schön dickes von dem Bontrup und Mahnhaupt, ja, Volkswirtschaftslehre heißt das, 1000 Seiten dick, sehr, sehr schön. Und da wird das als einzigem Lehrbuch, was in deutscher Sprache veröffentlicht wurde, wird das mal sehr schön hervorgehoben. Da kann man aber die Hand ins Feuer für legen oder am besten nur die Unsichtbare von Adam Smith, ja, dass das garantiert nicht an den Fakultäten gelehrt wird. Bei uns schon in Siegen, aber sonst wo, vielleicht Cusanus noch und Duisburg-Essen, ja, okay. Also wir haben Steuer- und Wettbewerbsstaat. Wettbewerbsstaat heißt, man ist ja auch in der internationalen Konkurrenz. Und das sogenannte Kapital weiß ja auch haargenau, wie es sozusagen die Länder gegeneinander ausspielen kann. Und dann gibt es ja Nationalpatrioten in Regierungen und so, ja, die dann meinen, sie müssen ihren kleinen komparativen Vorteil in irgendeiner Branche aber gegen alle anderen in Europa verteidigen. Und das ist natürlich genial, denn das Kapital, um es mal so zu sagen, das hat ein relativ einheitliches Interesse. Aber diese Zersplitterung, ja, die zwischen den Ländern stattfindet, die Deutschen wollen die Automobilindustrie haben, die Polen wollen weiter Kohle haben, die Franzosen wollen Atomenergie haben, können wir jetzt noch 20 andere nennen, ja, das ist ideal dafür, dass hier also eine Seite verliert, nämlich der Bürger, der sich im Grunde nur über seine nationalstaatliche Institution da äußern kann und selbst das ja meistens nicht tut. Und dann kommen natürlich noch dazu durch Neoliberalismus und so weiter, Globalisierung, ja, Deregulierung, ist das alles sowieso schwieriger geworden. Ja, Kapitalmobilität gab es ja in den 60er, 70er Jahren noch nicht. Und dann ist das System sowieso im Kriselmodus, ja. Also selbst ohne grüne Propaganda, sage ich mal, sind die Wachstumsraten ziemlich niedrig, obwohl die EZB Billionen raushaut, ja,
und jeder sein Bestes gibt. Plötzlich sind alle Verschuldungsgrenzen, sind kein Problem mehr, auch für Mainstream-Ökonomen. Ja. Ist toll, wenn man sich anguckt, was die vor 10 Jahren gesagt haben, ja, zur europäischen Staatsschuldenkrise. Da war das ganz schlecht, schwarze Null, ja, oh, nur über unsere Leiche. Ja. Ja, toll, die sind jetzt schon 10-mal gestorben. Und dann haben wir so Sachen wie Covid und so. Ja. Und daraus resultiert jetzt aus dieser Gemengelage zum Beispiel die EU-Taxonomie, da kann man jetzt nicht drauf eingehen. Da gibt es ja Artikel 8, 9 Produkte und im Grunde kann jeder einen grünen ESG-Fonds auflegen. Ja? ESG heißt grün und es ist gute Regierung und es ist sozial, so diese drei Kriterien. Ja? Ich habe gestern mit so einem Fondsmanager diskutiert und der hat gesagt, schade, wir sind eigentlich dunkelgrün, aber alle anderen können so tun, als wären sie sauber. Ja? Und ich bin mal gespannt, was bei der Taxonomie noch rauskommt. Und wenn man jetzt wirklich angesichts dieses Restbudgets eine radikale Politik machen würde, dann müsste man eigentlich radikale Eingriffe ins Privateigentum machen. Und das ist aber eigentlich gegen die Spielregeln, das ist ja... Und was wir aber auch noch haben, ist eine Art Mischung zwischen dieser Zurückhaltung der begrenzten Power, ja, finanziell Abhängigkeit einerseits und auch nicht zu viel Regulierung der Unternehmen, sonst werden die sauer und kaufen die Staatsanleihen nicht mehr ab und pipapo, ja. Und man will ja, man merkt ja, man muss doch was tun und deswegen haben wir so eine Art turbogrünen Stamokap, ja. Wenn man sich anschaut, wie viele Billionen fließen jetzt in die Infrastruktur und so, das ist schon erstaunlich. Und dem steht, wenn wir die Automobilindustrie nehmen, gegenüber, dass ja es sich sehr gelohnt hätte, wenn man von Daimler, VW und so weiter die Aktien hätte, deren Aktionäre sich unheimlich freuen. Das heißt, da wird eingecasht und von dort wird subventioniert. Und man kann das schon... Ich habe damals die Stamokap-Theorie, als sie vertreten wurde, auch von der DDR und so, und von Gerhard Schröder, also damals habe ich das für falsch gehalten und heute nicht mehr so. Also es gibt eine ambivalente Haltung des Kapitals, Staatshilfen ja, aber auch Technologieoffenheit. Wir wollen uns hier nicht drängen lassen, aber gegen Geld haben wir auch nichts, ja. Also die FDP vertritt die Technologieoffenheit und die Grünen sind die Partei der Staatshilfen sozusagen. Ja? Und die SPD ist dafür gut, dass der soziale Konsens dabei nicht in die Brüche geht. So, jetzt kommen wir zu Punkt 4, deutsches Klimaschutzgesetz. Hier hat man mal eine schöne Tabelle. Daraus geht hervor, dass schon reduziert wurde von 17 Millionen Tonnen CO2 jährlich minus. Und jetzt waren das 17 und jetzt müssen es 30 pro Jahr sein. Das ist also fast eine Verdopplung, ist verdammt viel. Ja? Und das, wenn man sich das anschaut, dann kann man, und 2045 soll es gegen Null gehen, gell? Wird kompensiert durch den Waldbereich und so. Das ist brutal, anspruchsvoll. Ja? Und die Frage ist, geht es überhaupt? Und jetzt können wir mal gucken, die Industrie, also die hat es jetzt hier nicht mit Ruhm bekleckert, die hat so gut wie seit dem 2000er Jahr, die so gut wie überhaupt keine Emissionen reduziert. Ja? Und hier haben wir das deutsche Klimaschutzgesetz. Da gab es ja das Bundesverfassungsgericht, was sich so relativ kryptisch dazu geäußert hat. Und jetzt ist so, dass jedes Jahr im Prinzip jeder Bereich ja, ein Ziel vor Augen hat, was es maximal emittieren darf in Millionen Tonnen CO2. Ja? Und das ist ein tolles Programm, da ist die Schulze stolz drauf gewesen. Ja? Hat nur den Schönheitsfehler, wenn man jetzt nachrechnet, auf wie viel Gigatonnen das rausläuft, sind es 9,7 insgesamt. Ja? Man kann das ja zusammenzählen. Für jedes Jahr zählt man die CO2-Tonnen-Äquivalente zusammen und dann bis 2030 zählt man zusammen. Wie viel ist das? Ja. Das hört die Schulze nicht gerne, weil wir ja irgendwie diese Klimaverpflichtung haben. Pariser Abkommen, 1,5 Grad. Ich habe ja gedacht, es müsste deutlich weniger sein. Ja, ein Viertel. Ja, ein Viertel. Na, dankeschön. Und wenn man die darauf anspricht, auf dieses Restbudget, dann sagt die, das interessiert mich nicht. Ja, ich rede nur über das Pariser Abkommen. Und dann wird diese Dauerlächlerin, dann plötzlich wird die sauer. Ja, gibt es ein schönes Interview mit ihr.
Und hier German Zero, das ist so eine NGO, eine nicht schlechte. Da ist der Pfad 3, das ist, der gibt an, wie viel wir eigentlich reduzieren müssten, wenn wir diese 2,3 Gigatonnen einhalten wollten. Und das ist natürlich unrealistisch. Wir müssten im Jahr 2022 das um 75% runterfahren. Ja, das wäre natürlich Zusammenbruch. Und dann linear auf null reduzieren bis 2035. Das ist leider so. Ja. Und jetzt mal Breaking Bad. Wie sieht das eigentlich im letzten Jahr aus? Ja? Und Agora Energiewende, die haben das mal berechnet. Und das ist eine staatsnahe Institution, so ein Forschungsinstitut. Ja? Und der Chef von denen, der Greichen, wird jetzt auch Staatssekretär. Gell? Okay. Und die haben gesagt, jetzt vor kurzem, im Wahljahr 21 wird Deutschland den höchsten Anstieg der Treibhausemissionen seit 1990 verzeichnen. Kann man sagen, ja, okay, die mussten wieder aufholen. Aber ja, gut. Trotzdem blöd, oder? Die Bereiche Gebäude, Verkehr und Industrie werden die im Klimaschutzgesetz festgeschriebenen Sektorziele verfehlen. Oh, das ist aber schlecht. Jetzt hat man es gerade beschlossen. Ja? 3 Tage später hat man es schon das erste Mal verfehlt. Das ist natürlich nicht gut. Also im ersten Halbjahr wurde das schon deutlich überschritten und siehe da, die Braunkohle, über die sich ja jetzt alle so freuen, dass sie früher aufhört und sogar 5 Dörfer nicht abgerissen werden, ja, weil ja der CO2-Preis sowieso zu hoch ist an der Strombörse jetzt in Leipzig. Die Braunkohlekraftwerke sind im ersten Halbjahr wieder wirtschaftlicher geworden. Ja, klasse, und das kann man auch in der Bilanz sehen. Also das ist schon alles nicht so erfreulich. Gehen wir mal über zur EU, Fit for 55. Damit kann man die Leute erschlagen. Ja, das sind mittlerweile 5000 Seiten an Regulierungen, Verordnungen und so weiter. Und selbst die Leute, die von morgens bis abends nichts anderes machen, als sich damit zu befassen, haben Schwierigkeiten, hinterherzukommen. Und jetzt im Dezember als Weihnachtsgeschenk gibt es gerade noch ein paar, ja, dass es einem nicht langweilig wird unter dem Christbaum. Aber den sollte man vielleicht sowieso nicht haben. Gut. Je nachdem, wie produziert wurde. Also da kann man jetzt nicht drauf eingehen. Ja? Das umfasst alles. Autos, Flugzeuge, Bagger, Klimasozialfonds, Grenzausgleich etc. Lassen wir mal gut sein. Da gibt es Bepreisungen, Zielvorgaben und Vorschriften. Und damit landet man nach wie vor laut dem Climate Action Tracker hier in der nicht so tollen dritten Kategorie. Ja. Also die 1,5 Grad ganz rechts, Marokko und Gambia, nicht weil sie es wollen, sondern weil sie nicht so entwickelt sind. Und alle anderen relevanten Länder liegen links davon. Ja? Als zum Beispiel die USA, ich vermute trotz Biden, ja, trotz diesem zweiten Paket da jetzt, trotz der Billion, trotzdem sind die noch so. Muss ja auch erstmal durchkommen. Dann haben wir da Japan, China ist auch dabei, na und so weiter. Norwegen ist da auch in der dritten Kategorie, obwohl die Erdölproduktion noch nicht mehr eingerechnet ist. Also die Selbstverbrennung, da sind wir schon auf dem Weg. Und ich werde ja gleich noch mal kurz den Verkehr da als Beispiel nehmen. Eignet sich weil der Herr Wissing ja schon in der Bild-Zeitung gesagt hat, was für ein toller Verkehrsminister in der Tradition seines Vorgängers er zu sein gedenkt, wenn man Klartext spricht. Also ich habe mich jetzt mal gefragt, was fehlt hier eigentlich an Fit for 55? Ja? Wir haben nirgendwo ein Wort der Reduktion des Autoschiffs oder Flugverkehrs. Nirgendwo. Ja? Im Gegenteil. Die sagen ja, der wird um 100% steigen, aber macht ja nichts. Da haben wir dann andere Technologien. Man hat nirgendwo etwas, zum Beispiel 30% für den innerstädtischen Radverkehr, meinetwegen in Großstädten. Könnte man ja sagen. Es muss ein Drittel der Straßen müssen dafür vorgesehen werden. Ja? Man könnte auch sagen, ein Ausbau des ÖPNV ist genauso vorgeschrieben wie die Ladestationen und all die anderen Dinge. Ja? Da sind tausenderlei Sachen sind für die Autoindustrie, Flugzeug und so weiter sind vorgeschrieben. Der Staat darf lächeln, ja? Aber ÖPNV nicht. Zum Beispiel gute Zugverbindungen, dass es einen gewissen Minimaltakt gibt. Hätte man auch was festlegen können. Hat man nicht. Dass E-Autos nur dann fahren dürfen, wenn gleichzeitig Grünstrom eingespeist wird, hat man auch nicht. Ein Tempolimit ist auch nicht vorgesehen. Ja? Und in Deutschland war ja die einzige Vorgabe im Verkehrssektor, es wird kein Tempolimit geben. So ist man in die Verhandlungen gegangen. Ja, gratuliere. Dann könnte man sagen, Carsharing ist vorgeschrieben.
Die Automobilunternehmen müssen dafür sorgen, dass 10% der gesamten Kilometer über Carsharing läuft. Dann würden die sagen, wie sollen wir das machen? Und dann würde man sagen, ja, im schlimmsten Fall, wenn ihr Strafzahlungen vermeiden wollt, müsst ihr die kostenlos fahren lassen, ja? Und dann hätten die gesagt, ja, dann machen wir es halt, gell? Nichts ist unmöglich, außer man will es nicht wirklich. Straßenrückbau wäre ja auch was, ja? Wir haben bei den CO2-Emissionen im europäischen Emissionshandel eine Reduktion, ja, der sogenannte lineare Reduktionsfaktor von 4,4%. Wunderbar. Wieso haben wir sowas nicht bei Straßen? Ja, könnte man doch machen. Kann man auch leicht überprüfen. Ja, nicht? Können wir machen. Macht man aber nicht. Hat man ein EU-Megabahn-Projekt? Damit mache ich mich in der Regel unbeliebt, wenn ich sage, dass man von Paris nach Athen fahren kann, in 5 Stunden, ja. Okay, ist auch nicht unproblematisch, aber besser als Flugverkehr. So ein mutiges gesamteuropäisches Projekt haben wir nicht. Ja? Haben wir nicht. Die Grünen haben das wunderschön in den deutschen, in die Koalitionsvereinbarung schreiben lassen. Das finden doch alle wunderbar, aber es wird nie passieren. Ja? Und woran liegt das alles? Weil wir eben diese vorhin besprochene unter Punkt 3 Wachstumslogik, dieses Akkumulationsregime haben. Damit der Laden und läuft und die Räder sich drehen, ja, und Windräder und Autoräder am besten gleichzeitig, deswegen kann all das eben nicht vorkommen. Ja. So, kommen wir mal zum Punkt 5. Die sogenannte, mein Beispiel, also emissionsfreie Mobilität. Da kann man sich fragen, geht das überhaupt? Ja? Und das ist jetzt mal nur mal ein Beispiel, Seite 1 dieser Regulierung der EU, ja, des Vorschlags. Sind ja alles Vorschläge bisher nur. Und die werden dann noch schön verbessert jetzt in den nächsten 2 Jahre Diskussion. Ja, toll, da haben wir unser Restbudget schon komplett aufgebraucht. Und dann wird irgendwas gemacht, nur nebenbei. Die Automobilindustrie ist für die EU-Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Sie schafft Arbeitsplätze. Die EU gehört zu den weltweit größten Herstellern von Kraftfahrzeugen. Das Ziel sollte darin bestehen, den Automobilsektor in die Lage zu versetzen, seine Führungsrolle bei den Technologien der Zukunft fortzusetzen. Ja? Also wenn man jetzt gefragt hätte, wo ist das Zitat her, hätte man sagen können, der Scheuer hat es gesagt, ja? Oder die Müller vom Deutschen Automobillobbyistenverband. Oder der ADAC oder Daimler oder so, ja. Aber nee, da steht in der Regulierung drin. Ja, toll. In Deutschland sieht es so im Verkehrssektor aus. Also da hat sich seit 1990 nichts getan. Es ist der schlechteste Sektor, da ist am meisten zu tun. Und grün ist schlecht und grau ist gut. Hier sieht man mal, in vielen Bereichen, Industrie, Gebäude, Energiewirtschaft, wurde einiges gemacht und beim Verkehr noch überhaupt nichts, ja. Und wie das jetzt mit unserem neuen Verkehrsminister wird, da bin ich ja mal gespannt. Jetzt haben wir hier den Koalitionsvertrag, ja. Der hat ja eine wunderschöne Überschrift, gell? Fortschritt wagen und so. Und das ist eben eine Verkehrtwende, nur als Einsprengsel. Deutschland soll Leitmarkt für Elektromobilität werden. Da sage ich gleich eine Sekunde was zu. Wir haben kein Tempolimit, kein Tempo 30 in den Innenstädten, kein Abbau der Diesel- und Dienstfahrzeugsubventionen. Ist ja auch toll. Ja. Und wir haben keine Reform der Kfz-Steuer und man könnte noch ein paar Keins und Abels dazufügen. Okay. Die Träume der EU-Kommission sind jetzt die 1,5 Grad, das wollen wir. Und wir nehmen hier mal nur 2035 das Verbrenner aus. Ja. Und die Grünen haben reingesetzt, sind ganz stolz drauf, war gestern Abend ein Webinar mit Sven Giegold, der auf Wolke 7 schwebt, weil er jetzt auch Staatssekretär wird. So habe ich noch nie erlebt. Also die sagen dann, ja, 2030 streben wir an. Ja, der Rest ist jetzt hier mal wurscht. Und jetzt hat der ADAC was total Gutes gesagt. Die sind nur so sauber, die Autos sind nur so sauber wie ihr Strom. Ja, das ist total gut. Warum ist das gut? Wir haben hier mal die Lebenszyklusanalyse von einem Audi e-tron 55 Quattro. Den gab es schon früher in der Dieselvariante und Benzinervariante. Jetzt rot ist ganz toll. Das ist er also, wenn der Strom aus rein regenerativen Energien stammen würde. Der Schönheitsfehler hier ist, dass bevor man erst mal einen Schlüssel rumdreht, hat ja dieser wunderschöne Audi Quattro schon ungefähr fast 10 Tonnen mehr CO2 verursacht, ja, als das Vergleichsmodell, als die Verbrenner. Naja, gut. Wenn wir jetzt regenerative Quellen hätten, dann wäre es das.
20 Tonnen. Jetzt kann man sagen, ja, 20 Tonnen ist aber auch ganz schön viel, ja. Und hier ist ja nicht eingerechnet die anderen Sachen da, ja. Der hat ja, wenn der 2 Tonnen wiegt, dann sind da noch andere Sachen dabei. Kann man sagen, ja, okay, die werden durch den Emissionshandel erfasst und so, ja. Nur, okay. Jetzt ist das aber so, jetzt haben wir die hellgraue Linie. Jetzt haben wir ja den EU-Strommix und der ist besser als der deutsche. Warum? Weil die Franzosen ihre Atomkraft dabei haben. Also toll ist es auch wieder nicht, aber egal. Und dann verschlechtert sich diese Bilanz schon etwas. Dann landen wir nämlich bei 35 Tonnen. Und im Vergleich zu den heutigen Verbrennern ist nur noch 10 Tonnen Unterschied über den gesamten Lebenszyklus des Automobils. Also man denkt, die fahren 10 Jahre, jedes Jahr 20.000 Kilometer und dann werden sie verschrottet und das ist, führt zu keinen zusätzlichen Emissionen. Also da haben wir nur noch 10 Tonnen Unterschied. Und jetzt kommt aber der Superschönheitsfehler, dass wir ja nur einen begrenzten Anteil von Ökostrom haben. Das wird ja allgegenwärtig beklagt. Das heißt, wir haben eine bestimmte Menge an Ökostrom. Und durch die E-Mobile kommt da ja nicht mehr dazu. Jetzt sind die E-Mobile, greifen aber auf den Strom zu. Und jetzt ist die Frage, mit welchem Strom fahren die dann eigentlich? Woraus wird der generiert? Und da gibt es eine einfache Frage drauf. Das ist der sogenannte Differenz- oder Marginalstrom. Und dieser Differenz- oder Marginalstrom kommt von den Braunkohlekraftwerken. Ja? Das heißt, wir haben im Grunde im Moment höhere CO2-Emissionen dadurch, dass die E-Mobile eingeführt werden, als wenn wir es vorher hätten, weil die voll auf Braunkohle abfahren, kann man sagen, ja. Und dann kommen ja noch die Tonnen mehr für die Batterie dazu. Auch nicht schön, ja. Und das ist natürlich aber noch lange nicht das Ende vom. Und hier sieht man das mal. Die EU-Kommission behauptet, ja, die fahren ja nicht auf Kohlestrom. Doch, das tun sie, weil sie eben diesen Zusatzbedarf haben. Und dann sieht man hier, da stellen die selber dar, dass ein E-Mobil im Grunde die meisten Emissionen verursacht. Ja, im Grunde sagen sie es selber. Und dieser von Heutung vom BMW hat was Tolles gesagt. Der Chef vom BMW übrigens auch, der kritisiert die E-Mobilität genau mit den Argumenten, wie ich es jetzt auch tue. Nur er macht das, damit die Verbrenner weiterfahren können, ja, und sie kein Enddatum da sagen sollen. Und dieser von Heudung, ein lustiger Mensch, der hat gesagt, die Kunden, die Premium-Kunden vor allem, auch die anderen, erwarten von uns, dass wir das Umweltproblem mit neuen Technologien lösen. Sie wollen kein schlechtes Gewissen haben, sondern ihr Leben uneingeschränkt führen wie zuvor. Und da kann ich nur sagen, Dino, genau so ist das. Und dann sagt Audi natürlich, ja, wir haben ja ein bisschen Ökostrom, den wir einspeisen, ist aber ganz wenig. Ja? Gibt es einen einzigen Solarpark bisher? Und dann ist natürlich noch die Frage, was passiert eigentlich mit den Gebrauchtwagen? Sind das jetzt Zweitwagen? Was passiert, wenn die jetzt in Zahlung genommen werden? Dann landen die in Bulgarien oder irgendwo in Afrika oder so, ja? Und dann gab es noch eine schöne Sendung, was passiert da mit den Autos? Ja, als allererstes wird der Cut ausgebaut. Ja? Warum? Weil wenn man den in die Einzelteile zerteilt, kriegt man eine Menge Geld. Ja? Und dann fahren die weiter. In Bulgarien ist das verboten, macht man aber trotzdem. Für 2 Euro macht man da so einen Scheincut runter. Und als sie dann das Fernsehteam gefragt hat, ja sag mal, das ist doch verboten, haben die gesagt, ja ist doch scheißegal, interessiert uns doch nicht. Da sagen die, ja, aber das ist doch EU. Und da sagen die, ja, aber wir sind ja auch in Bulgarien, ja. Und in Afrika fahren die auch noch. Da fahren die dann ohne Cut noch 100, 150.000 Kilometer weiter. Und in Deutschland fährt einer mit einem schönen Gefühl in seinem schön hochgelegenen Suff rum, ja, mit Ökostrom, der aber im Grunde Braunkohle gespeist ist. Und da können wir noch Lärm, Feinstaub, Flächenverbrauch, Urbanitätszerstörung, na, das kennen wir alles. So, letzter Punkt, was folgt daraus? Wir brauchen im Grunde ein neues Zivilisationsmodell. Das klingt abstrakt. Ganz allgemein gesehen haben wir hier mal schwarz der Verbrauch von Gas, Öl, Kohle bisher und dann die von der Internationalen Energieagentur projektierten zu erwartenden Verbräuche, ja, in den nächsten Jahren. Und unter Null das, was noch da ist. Mit anderen Worten, das meiste muss im Boden bleiben, ja.
Das ist das ganz Entscheidende. Und jetzt gibt es von Randers und Gilding, Randers vom Club of Rome, haben wir jetzt 50-Jähriges, obwohl die da auch sehr revisionistisch geworden sind, wenn ich mir die Äußerungen der neuen Chefin da anschaue. Und die haben also gesagt, 2010 übrigens schon, wir brauchen einen Climate War Command, ja, also so eine Art Klimakriegseinheit, die sehr zentral passt hier nicht, gerade in der Umweltbewegung, jetzt für einen radikalen Umschwung sorgen. Ein CO2-Preis, sagt ja selbst das Umweltbundesamt, von 200 Euro pro Tonne. Ja, wenn wir das hätten, dann wären einige Industrien im Eimer. Ja? Und deswegen CBT, also Grenzausgleichsabgaben. Wie will man das machen im Rahmen der Welthandelsorganisation, ja? Die ja sehr neoliberal ausgerichtet ist? Schwierig. Wir bräuchten ein fossiles Weltkartell, ganz wichtig. Statt diese Theatervorstellung da, COP26, es kann ja noch COP135 geben, ja, da kann nichts mehr rauskommen. Man müsste im Grunde sich mit den Ländern, die Öl und so weiter produzieren, zusammensetzen, müsste denen sagen, passt mal auf, Freunde, wir sind dafür, dass ihr ein Superkartell macht und wir unterstützen euch. Wir garantieren euch sehr, sehr gute Preise bis 2100 zum Beispiel. Dafür reduziert ihr die Produktion um 3/4 und wir schmeißen euch ein paar Millionen als Geschenk hinterher, dass ihr es im Boden lasst. Und wenn dann 105 Länder nicht mitmachen, ist es vollkommen egal, weil wenn die den Ölpreis, also wenn die Menge drosseln und den Preis raufsetzen, ja, dann können die anderen sagen, das finden wir nicht schön, aber sie müssen das bezahlen. Nicht so wie jetzt. Man macht Emissionshandelsverträge und so. Und die nicht mitmachen, werden belohnt. Ja? Sondern da ist es so, ob ihr wollt oder nicht, ihr müsst bezahlen. Ende Gelände sozusagen. Ja? Dann ist das natürlich problematisch für viele sich entwickelnde Länder. Ist klar, die müssen da unterstützt werden. Vielleicht würden das ja diese Länder dann machen. Und ein gewisser Vorteil ist ja, dass das autokratische Regierungen sind. Das heißt, wenn die Lust haben, das zu machen, ja, ob das jetzt Russland ist oder China oder die Vereinigten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien, das ist ja in gewissem Sinne ein Vorteil, dass autokratische Regierungen sind. Da sitzt man mit ein paar Leuten zusammen und die machen mit oder lassen es sein. Ja? Und die können das durchsetzen. Und dann, das ist jetzt kein Lob der autoritären Quasi-Leninist, ja, ohne Sozialismus überhaupt nicht. Nur das wäre ja möglich. Und so in die Richtung müsste das gehen. Man müsste die unterstützen. Man müsste sagen, Leute, macht das. Ja? Und Saudi-Arabien, die sind ja nicht blöd. Ja? Die wollen ja selber einen Umschwung. Und mit denen können wir sowas machen. Im anderen Fall wäre es ja so, nehmen wir mal an, wir hätten mit diesen regenerativen Energien, wären wir sehr erfolgreich. Und die würden sich jetzt in Windeseile durchsetzen. Da würden die ölproduzierenden Länder ja 3 Tage vor Ultimo so viel Öl produzieren wie nur möglich, damit sie es überhaupt noch für den Spotpreis lohnen. Ja? Das muss man ja auch mal bedenken. Das heißt, die würden umso schneller fördern, je erfolgreicher unsere wunderschöne Energiewende ist. Ja? Also maximal 20 Stunden formale Arbeit, 70% weniger Ressourcenverbrauch, eine radikale Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts, letztlich eine Postwachstumsökonomie, so ungemütlich das auch wird, eine wirtschaftliche Gesamtrahmenplanung, wo nicht einer dies macht, der andere das und der dritte jenes, ja, sondern eben dieses Climate War Command. Ja, tut mir leid. Das würde, ich habe es im Grunde schon gesagt, für die Automobilgeschichten keine PKWs mehr für den rein privaten Gebrauch zulassen, ja, ein bisschen Carsharing und so weiter. Die 1000 größten Kohlekraftwerke müssen eigentlich sofort dicht gemacht werden, also nicht so Kohlediskussion, ja, in Deutschland 2030 und mehr und was weiß ich. Ja. Flugverkehr müsste pro Jahr 10% weniger werden. Und all das, und jetzt bin ich bald endlich beim Ende, würde zu einer schönen Arbeitslosigkeit führen. Ja. Das ist völlig klar. Und da kann man meiner Meinung nach nicht sagen, ja, dann stellen die Leute halt Busse her, ja. Es soll ja gerade weniger Ressourcenverbrauch sein und es soll weniger im formalen Sektor gearbeitet werden. Und was machen wir jetzt? Und gleichzeitig wollen wir nicht abhängig sein von der Wachstumswirtschaft oder von der Finanzwirtschaft durch höhere Verschuldung. Ja, was tun?
Und da kommt jetzt dieser Gedanke vom EZB-Schenkgeld rein. Das heißt, die EZB legt, sagen wir mal, 20-30% des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr auf den Tisch und überweist das am Neujahrstag. Ja? Also wenn die Raketen fliegen, weiß man, wunderbar, wenn es wieder losgeht oder vorher, 23.12., ja, wurde das Geld überwiesen. Herrlich. Jetzt kann man sagen, naja, das endet ja im Fiasko, weil dann alle sagen, ja, ich will auch was überwiesen haben, ohne nichts zu tun. Das ist ein psychologisches Problem, das sehe ich auch. Dieses Geld sollte möglichst auf dezentraler Ebene, um Schlendrian und Ausnutzerei und so zu verhindern, sollte dezentral platziert werden, ja, und könnte dann per Bürgerhaushalt entschieden werden, wie es ausgegeben wird. Und dort werden dann ökosoziale Beschäftigungen mit einem akzeptablen Lohn werden angeboten. Das ist also sozusagen das große Auffangen. Nicht wie heute, Nullzinsen, Negativzinsen, um die Wirtschaft wieder anzuschieben, ja, sondern Schrumpfung und gleichzeitige Schaffung eines öffentlichen Arbeitssektors. Und es gibt genug zu tun, ja, und so weiter. Ja, also gut, das waren jetzt mal die Botschaften. Minimales Restbudget, Ökomodernismus unrealistisch. Wir haben eine antiökologische Systemlogik, die zu allen möglichen Abhängigkeiten führt und erklärt, warum das politische Establishment so ein Würstchenverein ist, ja, der niemals eine klare Richtung einschlägt, Kompromisse tätig, ja, ein bisschen hier, ein bisschen da. Und viele Leute sagen, ja, Mensch, was wollt ihr denn und so. Dann Deutschland und EU-Klimapolitik unzureichend, nicht zuletzt, weil wachstumsorientiert. Wir haben keine Verkehrswende, es wird eher schlimmer. Radikale Reformen sind nötig. Und die Quizfrage ist, ja, wie macht man das jetzt? Ja? Das ist also eine ganz andere Message als die, die man üblicherweise so, so bekommt. Und ja, gut. Und danke, dass Sie und ihr alle so freundlich wart, mich da etwas überziehen zu lassen. Ja? Okay, das war's. Ja, ich denke, Helge, das war schon verdammt interessant, was du uns da geboten hast. Ungeheuer informativ. Natürlich sind wir alle gefordert, das zu verarbeiten.